Nutzt du auch die Contest-App und möchtest wissen, wie du Belege digitalisieren kannst und sie deinen Transaktionen hinzufügst? Dann erfährst du alles, was du wissen musst in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Contest Steuerberatung und wenn du Contest nutzt, hast du nicht nur die Möglichkeit, ein hervorragendes, intelligentes Geschäftskonto zu nutzen, sondern du kannst auch deine Belege digitalisieren und an die passende Transaktion hängen. Das ergibt aus vielerlei Gründen Sinn. Wenn du Premium-Kunde bist, hast du so die Möglichkeit, Belege schnell zu digitalisieren, bevor sie verloren gehen. In meinem persönlichen Fall gehen häufiger mal Bewirtungsbelege oder Tankquittungen schnell verloren und wenn ich ganz am Anfang direkt ein Foto mache, dann habe ich sie wenigstens schon einmal digital gespeichert. Wenn du den Buchhaltungsplan gewählt hast oder Steuerservice-Kunde bist, dann ist dieser Beleg-Upload auch der Weg, wie du deine Belege deinem Steuerberater zur Verfügung stellst. Du musst als Steuerservice-Kunde nämlich nichts weiter machen, als dein Contest-Konto zu nutzen und zu den Transaktionen den entsprechenden Beleg hochzuladen. Und dann kannst du dich zurücklehnen und die Contest-Steuerberatung kümmert sich um den Rest. Wir schauen uns aber einmal an, wie das konkret funktioniert. Und die erste Möglichkeit, wie soll es auch anders sein, ist in der mobilen App. Wir öffnen einmal die App, sieht aus wie immer, oben Kontostand, unten einzelne Transaktionen. Und jetzt habe ich eine Rechnung vorliegen von der Deutschen Telekom GmbH, die ich gerade überwiesen habe. Diese Transaktion sehe ich schon auf meinem Konto und kann sie mit einem Klick auswählen. In dieser Transaktion habe ich die Möglichkeit, einen Beleg hinzuzufügen und ja, was für ein Glück, habe ich diesen Beleg auch gerade vorliegen. Das heißt, ich klicke einfach auf das Plus, kann jetzt auswählen, ob ich einen Beleg fotografieren möchte, ob ich ein Foto auswählen möchte, wo ich das Foto schon vorher gemacht habe oder ob ich ein PDF zum Beispiel als E-Mail-Anhang bekommen habe und jetzt das PDF dieser Transaktion anhängen möchte. Ich wähle Beleg fotografieren, habe dann die Möglichkeit, den Beleg zu fotografieren, kann ihn mir noch einmal anschauen, ob alles lesbar ist und bestätigen. Anschließend wird der Beleg hochgeladen und steht auch zur gleichen Sekunde, also in Echtzeit, direkt der Contest Steuerberatung zur Verfügung, falls du Mandant der Contest Steuerberatung sein solltest. Nun siehst du auch, der Beleg ist hochgeladen, ist quasi mit der Transaktion verknüpft und bist jetzt schon mal sicher, dass dieser Beleg nicht mehr verloren gehen wird. Und den wirst du auch anhand dieser Transaktion jederzeit wieder aufrufen können. Wir verlassen einmal die Ansicht der Transaktion, sehen den Überblick, aktualisieren die App, klicken noch einmal durch die Steuerbuckets, können dann wieder in die Transaktion gehen und sehen, der Beleg ist auch immer noch da. Neben der mobilen App kannst du deine Belege aber auch über die Browser-Version von Contest hochladen. Das ist, wenn es dir geht wie mir, häufig die bequemere Version, weil du die meisten Rechnungen entweder als E-Mail-Anhang, als PDF bekommst oder über irgendein Online-Portal herunterladen musst. Wie das in der Browser-Version von Contest funktioniert, das schauen wir uns auch einmal gemeinsam an. Wir loggen uns ins Online-Banking ein, sehen ja, das altbekannte Interface, sehen oben den Kontostand, unten die Transaktionen. Die beiden Transaktionen kennen wir auch schon, die Contest GmbH und Telekom Deutschland GmbH. Wenn wir jetzt hier einen Beleg hochladen wollen, klicken wir auf die Transaktion, klicken auf Telekom Deutschland GmbH, sehen hier alle Informationen, die wir auch in der mobilen Version sehen, und können hier unten einen Beleg hochladen. Klicken auf das Plus, können hier die richtige Rechnung auswählen, können auf Upload klicken. Damit ist die Rechnung hochgeladen. Und damit ist auch deine Arbeit schon erledigt. Wenn du Steuerservice- oder Buchhaltungskunde bist, ist der Beleg jetzt sicher aufgehoben bei der Contest Steuerberatung und sie kümmern sich um deine Buchhaltung. Wenn du Contest Premium-Kunde bist, ist auch das sehr praktisch, weil diesen Beleg wirst du jetzt nicht mehr verlieren und kannst ihn auch noch Monate oder Jahre später in Contest im Online-Interface wiederfinden. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir weiterhelfen und du weißt jetzt, wo du deine Belege abladen kannst. Wenn du noch mehr über die Contest-App erfahren möchtest, dann schau dir doch einmal dieses Video an. In diesem Video habe ich dir generell einen Überblick gegeben, wie die Contest-App aufgebaut ist, wie die unterschiedlichen Steuertöpfe funktionieren und alles, was du sonst noch wissen solltest. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie die Einkommensteuerberechnung in der Contest-App funktioniert und wie du deinen persönlichen Einkommensteuersatz herausfinden kannst, solltest du dieses Video anschauen. Ansonsten, wenn du weitere Fragen hast, schreib uns doch gerne über den Chat in der Contest-App oder ruf uns einfach an. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich persönlich sehr freuen würde, wenn du diesen Kanal abonnierst. Das kannst du hier tun. Was mir bleibt zu sagen, ich wünsche dir fröhlich frei und was will ich denn eigentlich? Dass du abonnierst.